Und damit herzlich willkommen zurück zu Dawn of War 2 zusammen mit dem Kevin. Guten Tag. Und wir werden heute mal wieder ein paar Orks schlachten, nämlich die Mission Grünhautrüstung. Kommandant, wir haben das Basislager der Tech-Priester gefunden, aber es ist in ernster Gefahr. Ein Ork-Mob ist direkt auf dem Weg dorthin. Diese Grünhäute haben gerade eine Schneise durch mehrere kleine Kommunen und Außenposten geschlagen. Ihr Anführer nennt sich Gawaza und gibt seine Befehle aus einem mächtigen, erbeuteten Panzer. Die Orks dürfen das Lager der Tech-Priester nicht erreichen. Sind die Tech-Priester einmal tot, werden wir das astronomische Feld vielleicht niemals finden. Halten Sie Gawaza auf, bevor er zum Basislager kommt. Das stand jetzt nicht mehr im Text, was er zuletzt gesagt hat. Unglaublich. Diesem Ziel kann mit Energiewaffen Schaden zugefügt werden. Okay, danke für die Bonusinfo. Düpp. 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 Schmeckt's? Ja. Und wie, man hört einen Kritsch. Es regnet. Wie aus Eimern. Du machst ein Sperrfeuer. Ja, das stimmt. Kommandant, so. Sie müssen sich beeilen. Gorwatza ist bereits am Basislager. Noch oben rechts erstmal. Ich habe seine Position auf Ihrer Anzeige markiert. Guck mal, da ist ein Panzer. Bevor wir zu Pick spät up. Kommen. Sorry. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ah. Wie du immer dreimal hintereinander so ganz kurz niest, ey. Ja. Alter, dieses Geschütz, schweres Beutegeschütz. Ja, moin. Komm schon rein. Der Hammer ist schon geil. Und Schlag. Schlag die Gebäude. Thaddeus, du solltest dich vielleicht gleich zurückziehen. Oder dahin ziehen. Du komm mal runter. Ja, ist mir normal, ist in Ordnung. Komm schon, heilt, heilt, ich schaff das. Greif Thule mal bitte an. Macht irgendwie nichts. Keine Ahnung. Schießen und hacken, hacken und schießen, alles klar. Ah. Gut, Tod und Verderben. Du bist da oben noch beschäftigt? Oder schaffst du? Hallo, ich meine, du hast einen Hammer. Bosse. Okay. Schön, jetzt hier würde Bosse heißen. Wo sie gar kein Boss sind. Stravo. Ah, bei deinem Cybot. Ja. Oh, das macht keinen Schaden. Ja, so gut wie ich. Und Avitus hat auch kaum Schaden bekommen. Das Gebäude wurde zerstört. Komm hier, geh mal runter. Oh, was ist hier denn los? So, was war das hier? Ja, zurück, zurück, zurück. Nein! Verdammt! Verdammt! Viel zu spät zurückgezogen. Ja, sollte ich auch mit Tude zurückziehen. Und bei Avitus ihn mal heilen. Genau.
Benutzt du das mal mit bei Kuhle? Hab ich. Warum hat das nicht geklappt? Oh, das ist, glaube ich, der repariert über Zeit. Ah. Wusstest du, hättest dann stehen bleiben müssen. Ah. Egal, ob ich die Dinger zerstört habe. Der Guardbot da ist echt ein Mist. Ja, es ist kaputt. Hat schon reingehauen, ne? Ja. Ja. Du sollst da abhauen. Ne, ich muss, Avitus muss dabei nicht gestört werden. Ja. Okay, so funktioniert das dann also. Ich glaube auch VP wäre Tool aber irgendwie besser sogar am Anfang. Ja, aber dann hast du die Punkte nicht mehr für die Fernkampf, das ist das Problem. Ja. Kann man nicht ein. Warum kann. Ist der so. Hat er schon Skillung, weißt du, dass man das selber machen kann, die ganze Zeit? Ja, das habe ich mir auch gefreut. Kann man das nicht sogar einfach zurücksetzen? Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste nicht, wie. Ist ja gut. Doch zu schreien. Du bist ja auch fast down. Aber hier ist ja wenigstens ein Schrein. Geht runter in der Pflanze und guck zu. Oh, so nah. Alter, was schmeißt der denn da mit Raketen? Ah, machst du schon. Okay, gut. Ja. Einmal heil bitte. Das. Aua. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt kannst du mit Tool, dich auch mit Tool zurückziehen. Und der wird repariert. Solltest du vielleicht mal machen. Genau. Was ist meine Waffel? Ich weiß nicht, wo eine Waffel ist. Ist hier irgendwo ein Waffelverkauf oder warum fragst du nach einer Waffel? Häng doch ein Schild aus hier, suche meine Waffel. Hab's ja nicht gefunden. Ach. Weiß ja nicht, vielleicht findet der jemand seine Waffel. Waffel? Ja. Der gesagt, ey, wo ist meine Waffel? Geh einfach weiter, ich räuchere das Haus gleich aus. Ich räuchere das. Ich helfe hier mal unten. Alter, Kommando-Bosse. Obwohl das Gebäude da unten müssen wir nicht mehr angreifen, ne? Egal. Hauptsache XP und töten. Ja. Oh, da ist noch ein Geschütz, das nicht angreifen kann, weil es... Oh, es hat keine 360 Grad Drehung, sondern nur eine gewisse Richtung. Interessant. Das ist echt... 180 Grad kann das vielleicht machen. Nicht mal das. Ich glaube, so wie du das siehst, vorne ist ja die Kanone. Da quasi so 90 Grad Richtung. Nach links und nach rechts, ja. Ah, Abitus K ist wieder voll, ne? Ja. Oh Gott, das ist wieder ein Pickup. Ah, Pickup ist ja kein Problem. Absolut kein Problem. Okay, den heben wir einfach hoch und, ne? Wegen Pickup. Festgenagelt. Ist hier aber kein. Haben die. Ich. Ah, wir werden festgenommen. Ah, weil ich den Hammer habe, ich verstehe schon. Ah, logisch. Ja.
Definitiv. Beeilt euch bis zum letzten! Die halten uns mit Sperrfeuer. Oh, diese Wortwitze von mir ist unglaublich. Geh deine Position ein, Bruder. War die Kuschel war so weit. Zack, so. Nimm deine Position ein, Bruder. Ja, da, wo hier noch ist. Was ist das für ein Giftgrünes Zeug dort? Alter. Da schon wieder ein Garbot. Gargbot. Bom, bom. Zurück. Mit dem Hammer sollte ich da genug Schaden machen. Okay, was auch mal mit dem einen Orki passiert, der durch die Luft fliegt. Wunderschön. Ist tot und fliegt einfach durch die Luft. Das ist unglaublich. So, da oben. Das Gebäude muss zwei Klippen. Besetzte Klippen, alles klar. Ist mir bewusst, dass hier verbündete Streitkräfte angegriffen werden. Wir sind gerade auch mit im Kampf. Ist irgendwie logisch. Ach, du bist im Gebäude. Ja, hab mich gewundert, was da. Warum das gelb ist. Ja, ich bin da dran. Thaddeus, Rückzug bitte. Dankeschön. Tod und Verderben allen. Und tot. Achso, wieder Terminator. Dann kriegen wir dann so viele Terminator-Sachen. Wir haben doch gar keine Terminator-Rüstung. Mehr Sachen. Sag ich mal, warum kriegen wir keine Terminator-Rüstung statt Terminator-Equipment? Terminator-Rüstung findet, kriegt man nur durch Mission. Ich weiß nicht, durch welche Mission. Steht dann da. Wir haben eh nur Avitus und Thaddeus. Jungs, Zeit zum Moschen. Das stimmt. Bereit machen für Panzerangriff. Und los geht's, aus dem Weg. Ich liebe das Gefühl von der Fleischdicke unter der Ketten. Erledigt die Größe. Ich hab das absolut. Er liebt das Geräusch von irgendwas. Irgendwas von Fleisch unter den Ketten. Ja, der hat noch irgendwas gesagt. Naja. Feuer und Bumm. What the hell? Ja, das war seine Kanone. Panzer. Der haut rein, ne? So, das, das. Aua. Der wird der ganze Bildschirm dann wackelt. Disziplin oder Tod. Okay. Der will fahren. Ich komme mal ein bisschen ab. Nein. Ich bin da nicht wunderbar gerecht. Alles klar. Soll es mit Tulum, abhauen. So, angreifen. Du greifst den an. Ja, mit Avito solltest du ihn mal jetzt heilen. Bei der Gesundheit. Naja. Ja. Na, vielleicht auch besser Feuer. Er tut schon. Sachen machen. Ah, gleich geschafft. Sehr schön. Das ist der Mitte des Hasses. Kann er was sein Gedärme da hinten machen? Der Ork ist tot, aber der Schaden ist angerichtet. Das Basislager liegt in Trümmern und die Tech-Priester sind tot. Sollen sie nicht heulen? Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht.
Einsatz erfolgreich. Belohnung. Und Flammenwerfer. Ups. Ein bisschen noch mal was verloren. Oh, nur ein bisschen. Tube. Das sind schlimme Neuigkeiten, Kommandant. Ohne die Scans von dem astronomischen Feld können wir die Tyranniden nicht aufhalten. Haben wir irgendwelche Hinweise, was mit den Berichten der Tech-Priester geschehen ist? Anscheinend hat das Feld die Aufmerksamkeit eines Orks namens Raisa Fetza auf sich gezogen. Er hat die Datenplatte gestohlen, auf der die Position des Feldes gespeichert ist. Danach ist er in den Dschungel verschwunden. Kennen wir Raisa Fetzas Position? Noch nicht. Aber wir haben einen seiner Anführer gefunden. Ich lade seine letzte bekannte Position auf ihre Karte hoch. Finden und eliminieren Sie diesen Ork, Kommandant. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Niemals lassen wir den entkommen. Tagus hat Level Up. Was soll er doch? Da. Weg damit. Ja, gut. Ich denke mal, Stufe 13 können wir wegschmeißen, weil, naja. Ich will mir irgendwas. Keine Ahnung wann. Testament des Hasses. Alter. Da haben wir sonst. Ist ja sonst nichts passiert. Wow. Okay. Und was das mit der Folge? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Bis dahin. Cheerio. Ciao.